Hi Leute, wir machen weiter. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wo Medan ist, aber nicht weiter schlimm jetzt. Weil irgendwo muss es ja sein, nicht wahr? Und ich hoffe mal einfach, dass es nicht allzu weit weg ist. Also was mich mal interessieren würde, wenn ich irgendwie ganz am Anfang wäre von Lufia jetzt. Moment, ich weiß nicht, ob ich das Pestizid noch, naja. Ganz am Anfang, weißt du... Hey, hallo? Ich bin 6 Schritte jetzt gegangen ungefähr und davon waren es dann 3 Kämpfe. 1, 2, 3, 4. Und was fängt dieses Spiel eigentlich an zu lenken? Bin ich hier im falschen Film oder was? Jedenfalls, wenn so ein Gegner käme, als Zufallskampf. Hallo? Habt das bald? Ob die es dann auch nicht auf die Reihe kriegen würden, mit 4 Mann zu fliehen. So, das war schon mal nicht mehr da. Das war Jenova. Oder Jenova. Weiß ich nicht mehr genau. Wie man es ausspricht. Dann geht's darüber. Ja. Muss ich da rein? Ich denke ja. Was? Euch erwarten 3 Inseln und 3 Türme. Ja, da waren wir schon drinne. Ja, red keine Scheiße. Die Monster dort sind sehr stark, seid gewarnt. Doch jetzt geht Richtung Norden. Ja. Gut, machen wir später. Wir haben ja gesehen, wie stark die Monster da sind. Unglaublich. Selten so viel Kraft auf einen Schlag gesehen. Okay. Das war... Warte. Und je weiter ich zurückgehe, desto unwahrscheinlicher wird ein erfolgreicher Fluchtversuch, wie es halt naheliegend ist. So, was ist das für eine Stadt? Ja, hat keinen Stadtnamen, cool. Ach so, nö, keine Ahnung. Ich will aber hier raus. Ah, okay. Nein, das war falsch. Da haben wir die Dings bekommen, Jirin. Aber irgendwo hier muss es doch... Pestizid... Ja, von diesem Pestizid habe ich übrigens gar nichts mitbekommen. Vielleicht kann ich das auch einfach nur im Kampf benutzen, dass er liegt. Ich versuche das gleich mal aus. Ich versuche das jetzt gleich mal aus. Item. Ja. Kann ich nicht benutzen. Okay. Hätte ja sein können. So. Schön, wenn mal wieder eine Flucht klappt. War Medan... Es war irgendwie, es gab doch da auch ein Schloss, oder nicht? Schloss von Medan, war das da, wo diese Perle, diese, nicht Perle, da, diese Schick, hey, ach, ihr wisst, was ich meine, ich kann halt kein Deutsch. Dieses komische Ding halt war. Belgen, ah, ich glaube, wir sind in der Nähe. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt hin muss, aber ich glaube, wir sind in der Nähe. Wir gehen einfach mal daran. Keine Ahnung. Ich meinte halt da an diesen Ort, wo gesagt wurde, ja, hier so und so, mit dieser Dings hier, Bums, werden Träume wahr und Wünsche wahr, meine ich. Träume wahr. Ja, schön fürs Pestizid. Ich benutze es auch, wenn es irgendwie gar keinen Effekt hat. Ich glaube, da war Medan. Das war, glaube ich, da, wo sich die Alte hier versteckt hat. Da, das müsste doch Medan sein, oder? Ja, kommt. Klar. Gegner, die sogar Lufia one-hitten würde und wir können... Da. Und ist es mir dann... Ja! Juhu! Okay, dann ist hier irgendwo die Mine von Medan. Ist sie das? Ja, ich glaube, das war sie. Und? Was? Saphire? Oh ja, wir hatten früher viele hier. Vielleicht hat der alte Mann noch einen. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Der Typ, wo... Der hier gesagt hat, das ist meine Schatzkammer, haut hier ab. Der war doch hier. Hier war er doch, oder? Ja, 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 ja. Ja. Hier irgendwo war er. Den meinte ich. 70 Jahre meines Lebens habe ich mit der Suche nach Rubinen verbracht. Wir brauchen dringend einen Rubin. Haben Sie hier noch welche? Wofür denn? Wir müssen zu einem Artea und... Der Artea von der Todesinsel? Ja, genau. Ich kannte ihn. Aber warum wollte er ihn treffen? Wir brauchen ihn, um die Höllenfürsten besiegen zu können. Die Höllenfürsten? Wartet. Ich habe noch einen einzigen aufgehoben.
Hier. Es ist der Rubin der Hoffnung. Wie kann der Rubin der Hoffnung hier sein? Medallion brauchte Rubine. Also nahm ich ihn und fertigte stattdessen ein Imitat aus Glas. Dieses Stück Glas ist in Medan eine echte Berühmtheit geworden, weißt du? Das Imitat wurde vor kurzem erkannt und zerstört. Verstehe. Ich bin froh, das zu hören. Also bitte, nehmt ihn. Sicher? Mein einziger Wunsch ist es, dass die Höllenfürsten niemals wiederkehren. Geht und sorgt dafür, dass er in Erfüllung geht. Den holen wir erstmal hier das Zeug weg. Och, ja. Und gleich gehen wir auch erstmal was verkaufen. Zauberboost. Lufia. Powerboost. AKP. Kriegt Saffe. Weiß zwar nicht, wofür ich eine Flasche brauche. Keine Ahnung. Smaragd. Opal. Pestizidverbrauch. 500 km. Und Diamantring. Cool. Rüstungen. Mal gucken. Nutzen. Was hat man jetzt alles neu? Diamantring. Nicht so wirklich cool. Das auch nicht. Ach egal. Wir sind schon gut ausgerüstet, so. Ich kann eigentlich nicht klagen. Ja, genau. Tschüss. Naja, wenigstens ging... nein. Wenigstens ging das schneller als erhofft. Was nicht heißt, dass ihr jetzt nicht fliehen müsst. Okay, wir haben alle drei Steine. Wir haben alle drei Türme bereits gesehen. Das heißt, wir gehen wieder zu den Türmen. Und gehen alle Dinger, Bums, hier jetzt abgeben. Vampir Rose. Ist das schon herrlich? Ist das nicht herrlich? Na, Mann, nicht jedes Mal nach zwei Schritten, bitte. 1, 2, 3, 4, wow. Okay. Ich benutze doch wieder Pestizid. Ob es was bringt oder nicht, keine Ahnung. Vielleicht ermöglicht es auch, ermöglicht uns das auch einfach nur die Flucht. Also, dass das Fliehen erleichtert wird oder so. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir es irgendwann heraus. Vielleicht auch nicht. Da sind wir doch schon fast wieder da. Ach ja, ist das nicht schön? Und das alles in einem Part. Und wir haben noch, ja, 2 Minuten Zeit. Ich möchte noch gerne nach Jenova kommen. Vielleicht schaffe ich das sogar noch. Das wäre ganz cool. Pestizid verbraucht. Dann benutzen wir das halt nochmal. So. Ja, genau. Wie man sieht, total erleichtert uns das die Flucht. So, jetzt müssen wir da unten in den Wald. Und dann sind wir auch schon fast wieder da. So, jetzt nach Osten. Da. So, ach, na, ja, genau. Jetzt jedes Mal, genau. Schneller, schneller, schneller. Was? Okay. Genau. Westen. Ich frag mich, ob es auch möglich wäre, diesen... Süden. Ob das möglich wäre, diesen Weg zu finden, wenn man den halt auswendig kennt. Ach, ertappt. Genau. Oder ob der immer zufallsabhängig ist. Der Weg. Keine Ahnung. Also, ob es möglich ist, ohne Jirin hier lang zu laufen oder ob man dann in der Endlosschleife hängt. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß eh viel zu wenig über das Spiel. Aber das macht halt gerade dieses Spiel so interessant. So, und im nächsten Part direkt werden wir die Steine einlegen. Und vielleicht kommen wir dann nach Atrea oder Atea oder wie auch immer. So, 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 so. Hat uns jetzt 10 Minuten gedauert? Ja, das hat uns 10 Minuten gedauert. Hier war... War hier der Turm? Ja, hier war der blaue Turm. Quatsch. Hier. Ach, ich habe immer noch nichts verkauft. Egal. Gehen da jetzt rein. Machen hier einen Schnitt. Und machen beim nächsten Mal weiter. Leute, bis später, bis gleich, bis morgen. Bis ihr halt das nächste Video guckt. Tschüssi!